Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Powerwash. Wir sind dabei, leider wieder auf dem Rummel und müssen das Riesenrad reinigen. Ich freue mich riesig. Super. Lass mich dir Transmaster vorstellen, das weltweit erste Techno-Riesenrad. Wir werden es mit unseren epischen 10.000 Watt Generatoren betreiben, den wir aus den alten Rave-Zeiten in der Garage hatten, und es mit jedem krachenden Track synchronisieren, um das Tempo anzupassen. Das wird mega. Wenn die Breakbeats reinhauen, wird es absolut irre. Habe derzeit den alten Generator angeschlossen, also schalte ihn gerne ein, wenn du ein bisschen Rotations-Action brauchst. Wir schließen den Rave-Generator an, sobald du fertig bist. Ich krieg nur das alte Ding, weißt du? Naja, egal. Wir gucken uns das an. Oh nein, das ist wirklich so hoch. Da brauchst du auch ein Gerüst vom Allerfeinsten, du. Oh Junge, wir packen jetzt die Düse aus, du. Boah, und das ist voll Rost, ne? Machen wir so, dann kriegen wir auch hier ein bisschen mit immer. Das ist doch ganz gut, ne? Bleibt ein bisschen über manchmal. Aber guck mal, da kriegen wir einiges anderes auch noch weg. Oh, das ist eine Lampe. Oh ja. Oh. Müssen wir ein bisschen genauer sein hier. Machen wir ein bisschen Licht. Machen wir ein bisschen heller hier. So, wunderbar. Machen wir so jetzt. Mies verfehlt hier. Aber es geht ganz gut. Das geht ganz gut. Hier wird ein bisschen schwierig. Ja, da wird ein bisschen... Das wird ein bisschen sehr, sehr schwierig. Da müssen wir wahrscheinlich auch hoch. Ich bin mal gespannt, ob wir auch hoch können. So, machen wir mal den Stahlträger hier. So weit wie wir kommen, und jetzt noch auf der anderen Seite hier. Sauber. Alright. Ach, da ist so ein dünnes Ding hier nur. Geht das? Komme ich hier hin? Ist ja nicht breit genug für. Muss ich auch zweimal entlang, ne? Ne, hier oben geht es. Yo, das wird dauern, ey. 900 gibt's dafür, ne? Wir haben aber jetzt so gut wie alles schon freigeschaltet, das ist das Gute. Das ist, weil ich die Aufträge dann nochmal wiederholt habe. Also du kriegst das Geld auf jeden Fall zusammen, aber dann am Ende. Und am Ende bist du dann auch durch, ne? Da bist du wirklich durch. Da hast du aber auch keinen Bock mehr, dann nochmal die ganzen Aufträge zu machen. Weil du hast ja dann auch alles freigeschaltet, ne? Gut, vielleicht machst du das wirklich nochmal zu gucken. Mit den besten Sachen irgendwie, ne, wie du dann abschneidest. Aber das habe ich ja auch schon gemacht, ne? Da hatte ich ja schon die. Hatte ich da schon die besten? Nee, die besten hatte ich noch nicht, aber ich glaube, das ist auch jetzt dann nicht mehr so relevant, das mit den besten zu machen. So. Oh, hier auch noch. Da mache ich schon mal ein bisschen und dann muss ich gleich wechseln einmal. Auf die andere Seite. Weil muss ich ja sowieso hin und dann kann ich nämlich nochmal hier hochziehen, ne? Ja, fast. Ja. Aber geht. Aber geht. So. Mal gucken, wie lange das Ding noch braucht. Ob das jetzt gleich dann ready ist. Oder ob da oben noch so viel ist. Was das dann ein bisschen verhindert. So. Das sieht schon mal gut aus. Da muss ich noch.
Wird immer ein bisschen dunkler hier, ne? Gehört das auch dazu? Nee, das gehört nicht dazu. Der zählt als A. Irgendwie gut und dumm, ne, mit dem Drehen. Also hat so beides. Vor- und Nachteil. Vorteil ist, du kommst gut dran. Nachteil dauert lang. Bis wieder das Ding kommt, wo du gerade zugange warst. Weiß gar nicht, warum ich das jetzt mache. Das ist wie eine Suche. Einfach wie eine Sucht hier. Was ist das denn? Das ist ja ganz komisch hier. Du denkst immer, das Ding dreht sich. Nein, das sind immer andere, die kommen. Das ist entspannt, das gefällt mir trotzdem. Bis jetzt war nur das Karussell richtig mies. Ich weiß, das Karussell, das habe ich gar nicht gefeiert. Ne? Mal gucken, wie nervig. Oh, das ist schon fertig. Nice, schön. Geil. Wieso ist das denn fertig? Ich bin so bescheuert, ne? Ich denke, das sind die Gondeln. Das ist der Stern. Das ist der Stern, du. Das sind nicht die Gondeln. Oh Mann. Oh Mann. Das ist peinlich, du. Oh ja, das war gut. Das war gut, ja? Ach du Scheiße. Egal, wir haben den Stern. Wir haben den Stern. Das ist die Hauptsache, ne? Das ist die Hauptsache. Wenigstens etwas abgeschlossen, du. Ja, hierfür sollte ich eigentlich den anderen nehmen, aber ich ziehe gleich eh nach oben durch. Deswegen kann ich jetzt auch eben den nehmen. Ich wusste es. Ich wusste es, dass da drunter alles noch ist. Ey. So ein Mist aber auch. Selbst da. Ich habe eine absolute Perle von einem Truck von Asterix Wings und ich kann es kaum erwarten, ihn dir vorzustellen. Du hast einen Truck? Ein Truck? Wie kommst du denn an den Truck, mein Freund? Also nächsten Auftrag schon gesichert hier. Bin ich mit dem Boden kollidiert? Shit happens, sag ich dir. Shit happens. So, machen wir aber erstmal jetzt hier unten nochmal drunter. Damit wir das nämlich nicht vergessen und das fertig haben schon mal. Den Rest, den können wir dann nachher mit der anderen, mit dem anderen Aufsatz machen am besten. Oh Mist, das Ding, das geht noch einmal komplett herum, ne?
Eieiei. Jetzt mache ich trotzdem hier. Ich sag ja, es ist wie eine Sucht. Du kannst da nicht aufhören. Ja. Ich war gar nicht hier zugange, ne? Das ist es. Aber ich war, oh Mann, ey. So schwer ist das. So schwer. Mal, der ist entspannt hier. Den kannst du so schön hochziehen. Wie viele von den Dingern kommen denn noch? Ich will nicht zählen, ich will das gar nicht wissen. Immer noch nicht durch. Eieieiei. Und vor allem hast du dann noch die andere Seite, ne? Jetzt sind wir durch einmal. Alright. Schwierig ist das, ehrlich. Ist einfach schwierig. Schwierig. Oh, ich sehe gerade, du hast da auch noch mal die Stahlträger und so, ne? Ja. Und die Gondel dann noch mal von innen komplett, ne? Kommt ja auch noch hinzu. Alles klar, dass sich das zieht hier. Nein, das schaffe ich nicht. Oh Mann. Dreht sich jetzt aber auch schnell. Huch, jetzt ist das Wasser ausgegangen. So ein Mist aber auch. Ja klar, hier habe ich noch gar nicht gemacht. Ne? Oh, den kennen wir. Da muss ich mich vielleicht ein bisschen seitlicher auch hinstellen. Ich glaube, das geht ein bisschen besser. Da haben wir gleich nicht mehr so viel mit dem Stern. Oh, hier hat aber jemand ganz geschlampt hier. Oder der kam noch gar nicht. Den haben sie gerade erst reingesetzt, ne? Habe ich gesehen. Genau. Was ist denn mit dem? Fangen wieder zu viele Sachen an.
Hey. Nee, da muss ich gleich ein bisschen näher. Dann kriegt man das so besser hin. So, komm, jetzt ist aber auch mal gut mit dem Gedrehe hier. Wir machen jetzt erst einmal jetzt hier komplett außen. Ne, wir machen erst einmal nicht hinknien, sondern wir machen jetzt erst einmal. Da, war da nicht gerade noch was? Bin ich blöd? Mittelstütz ist jetzt fertig? Ach, ja, der ist fertig. Hier, das Ding war das. So, hier haben wir nämlich noch. War jetzt gerade mega verwirrt. Da habe ich so gut wie alles, ne? Ja. Sieht stark aus. Aber noch von hinten dann. Und das schaffe ich wahrscheinlich nur, wenn ich oben drauf bin. Können wir den Balken nochmal eben hier machen. So, das sieht gut aus. Hier auch. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Da sieht es auch gut aus. Ich komme nur hinten nicht dran. Ja, und da muss ich dann noch von der Seite das machen, ne? Machen wir hier nochmal eben das Geländer schon mal? Oder gehen wir einfach einmal rum, ne? Ist am besten, ne? So wie wir das beim Baumhaus gemacht haben. Das geht eigentlich ganz gut da, ne? Es dauert halt immer nur. Weil dann können wir nämlich, wenn wir gleich oben drauf sind, nur noch das machen und dann sind wir damit mit dem Zaun auch schon wieder durch. So, da kommen wir ja eigentlich überall gut dran. So, das heißt, wir machen dann erstmal jetzt hier. Weil hier haben wir noch ein paar Sachen. Aber hier könnte ich auch mal eben einmal auf den Strahler wechseln. Dann gehe ein bisschen näher ran, dann kriege ich das auch weg. Ja, guck mal, viel besser. So, auch auf der Seite? Ja, hier. Ich meinte eigentlich hier, an der Seite von dem, von der Absperrung. Aber da ist auch was, ja, habe ich gerade gesehen. So, mit das. Das hier, das. So. Wenn wir schon mal hier sind. So. Da hätte noch so ein 3000 oder dran gemusst, ne? Transmaster 3000. Nein, nein, sieht nicht gut aus für die Musikkumpel. Oh, warum nicht? Was ist los? Was passiert? Steht keiner mehr auf Techno? Nein, der Rave Generator ist tot, also tut mir leid, Kumpel. Das ist nicht schlimm. Kannst ja anständige Musik spielen. So, das haben wir. Oben drauf wird schwierig, ne? Teppich. Teppich mache ich dir auch hier. Ready mache ich dir. Ach, guck mal, da ist der Generator. Ist das auch? Nein. Oh, Gott sei Dank. Das ist nur eine Matte.
Das war's. Nice. Haben wir. Nice. Den zweiten. Ah, stelle ich richtig hin. So ein Heckmeck hier. Jawohl. Haben wir den schon? Nein. Die bei jetzt haben wir den. Was habe ich denn hier gemacht? Hier habe ich ja auch wieder geschlafen, wa? Und hier oben drauf sehe ich. Oh ja. Oh, 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 oh. Zieh die. Achso, den Pfosten habe ich noch gar nicht. Hä? Jetzt. Guck mal, den hätte ich wieder komplett übersehen, nämlich, ne? Da habe ich nicht alle Seiten gemacht. Den haben wir. Barriere. Die Barriere. Jawohl, schön. Ja, wenn wir hier schon mal hinkommen, ne? So viel wie wir schaffen. Ja, die musst du komplett alle von innen machen. Aber wir fahren gleich mal eine Runde, ne? Oh, Bock drauf. Aufstehen wäre geil. Ja, weil wir müssen jetzt erstmal noch hier weitermachen. Wir gehen ja erstmal außen entlang. Ja, der Pfosten ist aber noch nicht, ne? Da muss ich wahrscheinlich noch von der anderen Seite einmal machen. Dann ist der aber auch durch. So. Und die beiden noch. Das wird ein langer Spaß hier. Wir haben sie auch blöd platziert, ne? Aber wir kommen trotzdem an den Pfosten dran. Hier wird es ein bisschen schwieriger. Ja, und hier haben wir wieder unten. Machen wir erst einmal unten entlang. Ja, perfekt. Das ist nur das Teil. Das zählt, als was zählt das denn noch? Oben drauf wahrscheinlich hier, ne? Ja, oben drauf zählt noch mit. Okay. Jetzt hänge ich wieder an den Dingern. Schwierig alles, schwierig. Ich sag's dir, das ist richtig schwierig. Und die kommen nicht so schnell. Jetzt da ist der nächste. So. Na komm, wir machen erstmal, konzentrieren uns erstmal auf die Außenanlage hier und gehen dann rein, weißt du? Dann gehen wir erst rein. Mit der Außenanlage fertig sind. Ja, da, da, so. Wunderbar. Generator, mein Freund. Du kommst auch noch dran. Guck mal, da ist die Todesrutsche. Ja, und da ist das beschissene Karussell hier. Bauen sie alles hier nebeneinander auf. Ja. Natürlich auch ein pottdreckiges Kabel.
und die Seite haben wir noch. Ach, guck mal, hier habe ich ganz was vergessen. Da ist ja auch noch. Ah nee, das ist jetzt nur der Effekt von dem, wenn es nass wird. Schön reinspritzen auch. Ist wichtig. So, einmal rüber. Mal von hier. So, und jetzt mal gucken, ob wir irgendwie... Nee, ich gucke erstmal einmal hier. Aber das sieht gut aus, ne? Das sieht echt gut aus. Ich halte mich auf entspannt hier fest. Einfach. Und sprühe dann ein bisschen wild um mich herum. Wird ein bisschen schwierig, aber kriegen wir hin. Gleich runterfallen. Ja. Und oh, jetzt geht's. Nice. Der Generator ist durch. Wir sind fertig mit dem Generator. Jetzt können wir einmal hier oben auch schon mal lang gehen. So. Ja, manchmal ist doch, wäre doch der längere besser. Da kommst du einfach wesentlich weiter mit. Hast zwar nicht so eine schöne Fläche, die du machen kannst, also eine große, aber kommst wesentlich weiter. Das ist schön. Einmal aufstehen, mein Freund, hier, zack. Können wir das nämlich hier noch machen. Machen jetzt erstmal einmal jetzt hier unten wieder fertig. Dann haben wir den Zaun und dann nochmal die Stahlträger. Ich freue mich richtig. So. Wenn ich aber immer so ein Stückchen von den Dingern mache. Wie komme ich denn oben dran? Mit dem Gerüst? Ja, okay. Ja, ja, klar. Die Verkehrsbetriebe von Caldera City bieten aufregende Möglichkeiten für Hochdruckreiniger in ihren anstrebenden infrastrukturellen U-Bahnen. Ach du Scheiße. Das Riesenrad hat vielleicht meine Spiralrutsche. Was ist als höchstes Fahrgeschäft auf der Wengler-Lauf-Jahrmarkt übertroffen? Aber kann es 12 Kunden pro Minute durchschleusen? Mehr. Gib zu. Theoretisch ja, ich nehme an, das ginge. Ja, das geht auch. Da versichere ich dir. Du hast verkackt, sag ich dir, mit deiner Rutsche, du. Und der Karussell-Dulli, der hat richtig verkackt. Ich habe überall gesagt, das Karussell ist kacke. Da kommt keiner mehr. Niemand geht dahin und will Karussell fahren. Niemand. Keiner.
So, ich glaube, wir sind hier erstmal soweit. Ah ne, gut, ja, von der Seite nochmal. Aber das können wir auch, glaube ich. Ne, hier, guck mal, da setze ich oben noch was rein. Das müssen wir noch wegkriegen. Weil sonst. Oh ja, guck mal, hier unten auch. Sonst hängen wir da gleich. Der ist auch schon fertig, super. Untere Plattform auch schon fertig, nur die obere natürlich nicht. Ich weiß nicht, woran es an der oberen jetzt hakt. Ob es wirklich oben drauf ist? Das. Aha, okay. Nein, die zählen alle. Einzeln. Also ist es wirklich nur das rote Ding hier. Werde ich wahrscheinlich aber auch nicht überall rankommen, ne? Irgendwo fehlt noch ein ganz kleines bisschen. Aber vielleicht kriegen wir das gleich von oben hin. Aber was ist denn mit dem Schlauch? Ah, der geht noch weiter. Das ist das Problem. Okay. Gut, haben wir das auch geklärt. Mal gucken, wie weit ich hier mit hochkomme. Ist besser auf die längere. Und dann die andere. Die gelbe, bitte. Die gelbe. Wo ist sie? Hä? Bin ich blöd? Warte mal. Da ist sie. Das hatten wir auch gut hingekriegt. Da haben wir uns so schief hingestellt. Ne, so war das genau. Ich glaube auch so irgendwie war das. Mann, ich komme jetzt wieder immer auf den Knopf hin. Hier auch. Oh Mann, das ist noch so viel. Wäre geil, wenn wir den Stern auch schon mal fertig kriegen, von der Seite. Aber ob das so ist, dass wir darauf wirklich überall dran kommen. Glaube ich eher weniger, weil da bleibt immer ein bisschen noch hier über. Ah, schneller. Shit. Auch jemand geschlammt.
Jawohl, da ist der Stern. Den haben wir eingetütet. Ja, und jetzt wäre eigentlich dann jetzt hier so, ne? Könnte man gut machen. Ich weiß gar nicht, ob es dann... Nee, die Außenseite fehlt ja dann noch. Und obendrauf wahrscheinlich. Nehmen wir mal, warte mal, spaßeshalber. Da komme ich nicht überall dran, sehe ich gerade. Aber nehmen wir mal das hier. Da haben wir nun die Außenseite noch nicht gemacht, ne? Da komme ich nicht überall ran, ne. So ein Mist. Ob der Bereich zählt der einzeln? Ja, der zählt einzeln. Super. Haben wir. Haben wir. Schön. Oh, schön. Nächster bitte. Nächster. Nice. Nicer Scheiß, du. Den habe ich irgendwie schon erwischt. Oh, warte, ich habe geschlafen. War wieder im Modus. Im Modus war ich, du. Nein. Nein. Komm zurück. Ach, Gott sei Dank. Ach, super. Sind wir durch? Ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir sind durch und können jetzt einmal uns um die Außenseite des Stahlträgers hier kümmern. Sieht gut aus. Ja, war doch der Schlauch jetzt. Den habe ich irgendwie erwischt. Müssen wir... Oh ja, hier auch noch. Warte. Oh, ich rutsche mal ab. So, versuchen. Hochziehen, genau. Und runter. Und runterziehen. Hallo. Ja, geil. Der macht immer manchmal Sachen... Manchmal macht er echt Sachen, die er gar nicht machen soll. Aber egal. Lass ihn mal, ja. Der weiß schon, was er macht. Der ist der Profi. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir schon einen Stahlträger überhaupt fertig haben. Ich glaube, den mittleren hatten wir, ne? Ich glaube, den hatten wir. Oh, ich glaube, den hatten wir fertig. Stell dich mal ein bisschen weiter weg. Na gut, beim Stern ist es jetzt egal, den haben wir ja schon. Nice. Knaller Blick auf den Vulkan von der Spitze des Rades, nicht? Weiß ich nicht, war noch nicht drauf. Trau mich nicht. Außerdem bin ich ja erstmal auch außen hier zugange. Vor allem, wenn er so raucht wie jetzt gerade. Wenn er gleich nicht raucht, ne? Ich sag's, falschen, ganz falschen Knopf gedrückt.
So. Wo haben wir noch was? Da ist. Nur noch hier, ne? Nee, auch noch da. Hinten hier. Da fehlt aber noch irgendwo etwas. Huch. Bin ich zu nah? Hier ist noch was. Da sieht's gut aus. Hier ist noch ein bisschen. Und irgendwo. Hier. Und hier. Hier oben. Na, zählt trotzdem nicht. Sonst sieht der doch gut aus, ne? Sei denn, es ist hier irgendwo noch zwischen was. Da oben ist noch was. Ich weiß gar nicht, ob ich das Rad schon habe. Ja. Also jetzt. Oh ja, den wollte ich auch wieder nicht haben, aber wir haben ihn. Aber wo fehlt hier jetzt noch was? Ist die Frage. Da haben wir ihn. Sauber. Schön, 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 schön. Hier haben wir es auch. Ich glaube, von hier haben wir es auch. Super. Dann können wir doch mal hochgehen, ne? Mal ein bisschen was anderes hier durchmachen. Jetzt, warte mal, ich brauche einen anderen Strahl hier. So, ich brauche jetzt mal einen größeren hier. Pack den großen aus. Nein! Wo fehlt bei dir noch was obendrauf? I don't know. Ach, oder zählt das komplett hier? Jo, das zählt komplett. Gut. Wissen wir Bescheid. Sauber. Ach, das gehörte da auch mit zu. Gut. So, dann können wir schon mal den Weg hier machen. Also das kleine Podest hier. Das war schon mit dem Zaun, cool. Ne, den Pfosten habe ich schon. Hey, nicht hey. Schubsen. Das können sie. Der geht echt gut, ne? Der Zaun. Oder die Zäune. Zäune. Hey! Kannst du doch nicht einfach hier die Sicht versperren. Boah, nice.
Hier ist noch aber richtig schmuddelig auf der Seite. Der Pfosten ist auch noch nicht. Warte, den machen wir auch. Wenn es funktioniert. Haben wir. Sauber. Du musst aufpassen, dass du dich hier nicht wegschubst. Hier kommen wir ein bisschen von außen schon mal dran. Aber natürlich jetzt nicht. Doch, wir kommen auch ganz nach oben hin. So, der mittlere ist ja schon. Jetzt haben wir den Außenpfosten auch, oder Träger auch schon. Eigentlich werde ich hier einfach durch die Gegend geschubst. Das finde ich nicht so stark. Der Pfosten ist auch. So, hier ist noch ein bisschen. Ich muss nur gucken, außen die roten, ob wir die auch schon alle haben. Aber ich glaube, da sind wir auch gut dabei gewesen. So, Boden müsste jetzt gleich auch fertig sein. Die Plattform hier. Was war das? Das war nur die... Ja, wo fehlt denn dann eine Plattform noch was? Hier? Siehst du auf der nicht so gut, ne? Ja, haben wir sie. So, mal einmal noch mal ganz kurz gucken. Und das Rote haben wir hier fertig. Hier auch. Machen wir mal eben hier. Ja, da muss ich umstellen. Oder? Nee, nee, stell mal um. Also hier wurde aber auch ordentlich geschlampt, ne? Aber wir haben ihn. Ganz ruhig, mein Freund. Ganz ruhig. Obendrauf. Zaun erzählt auch mit. Cool. Nice, nice, nice. Super. So, das Rote. Dreht sich das auch mit? Das wissen wir nicht. Ich glaube aber ja. So, wie gehen wir weiter vor? Die kurze. Packen die kurze aus. Lass mich den aber machen hier. Und auch den hier. Verwirrt mich jetzt gerade hier. Ich wollte gar nicht jetzt die Träger machen. Oder die Dings hier, wie heißen die? Ja, Träger. Richtig. Aber wenn ich schon mal ein bisschen von den Dingern hinbekomme. Oh, warte, Vulkan? Siehst du einen Vulkan? Ich sehe keinen Vulkan. Doch, da hinten ist ein. Ah, da raucht er. Da ist der Vulkan. Sauber. Haben wir auch schon gesehen. Reicht jetzt aber auch, ne? Ist natürlich jetzt die Frage, ob die auch von außen mit reinzählt, die Gondel. Sieht fast danach aus, ne?
Können aber auch ganz entspannt auf die andere Gondel springen, ne? Stütze. Ey, den musst du wirklich machen. Wie dumm ist das denn? So weit, wie wir jetzt hier schon mal kommen, machen wir. Hilfe! Der wird ja ganz blöd. Die Dinger machen ja gar keinen Spaß. Was ist denn jetzt hier los? Irgendwas habe ich fertig gemacht. Ich weiß nicht was. Das Ding. Habe ich jetzt fertig gemacht. Das auch. Sauber. Die Speiche vorne. Oh, hier haben wir noch. Da müssen wir die Gondel natürlich noch von außen machen. Ich würde eben gucken. Da hat mich jetzt das Telefon rausgebracht. Sorry dafür. Aber jetzt habe ich eine Umdrehung gemacht. Das ist ein bisschen blöd mit dem, ne? Da kannst du nicht so einfach stoppen. Oh, du hängst da einfach jetzt fest, ne? Huch, oh, ich war da oben. Well, geh mal raus, genau. Oh, nein, da komme ich so schnell nicht dran. Oh, ist das doof. Dann nimm mal eine andere Gondel. Ups. Ich glaube, ich werde das gleich auch doch nochmal umstellen auf den bisschen längeren Strahl. Ach, hier ist dann auch noch überall, ne? Ich muss, glaube ich, zurücknehmen. Das wird doch echt nervig, das Ding. Vor allem die Dinger sind nervig. Oh ja, das war die Gondel, du. Wenigstens komme ich mit dem ganz gut auch nahe überall dran. Das ist schon mal stark. Müssen wir nur noch das Ding hier fertig kriegen. Da jump ich mal auf entspannt. Auf entspannt ein höher. Siehst du? So gleich noch auf der anderen Seite. Aber hier können wir dann auch eben machen. So, und dann würde ich schon mal sagen, wir wechseln. Um. Keine Ahnung, wo dran zu kommen. Hier zum Beispiel. Und geil wäre natürlich das Ding, genau. So wollte ich das haben. So will ich das sehen, du. So, an den Lampen ein bisschen. Wo bin ich? Hier. Da musst du auch immer so... Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Den muss ich dann nochmal von unten erwischen. Nein. Alles gut, ich bin safe. Aber fragt sich, wie lange. Ich habe nicht viel Zeit. Ich bin nicht lange safe. Oh, nice. Oh, mach den auch noch, bitte. Wir haben nämlich noch nicht in der Gondel, wo ich gerade drin... Ach shit, so hoch komme ich nicht. In der Gondel, wo ich gerade drin war, habe ich noch nicht das Dings gemacht. Das, sag mal, dieses Geländer da. Ja, ich bin wieder drin. Stark. Rausgeschubst haben die mich hier.
verdammt nochmal. Hier, das haben wir nämlich noch nicht. Ja, ist doch richtig Geländer sogar. Oh, guck mal. Da haben wir es. Das will nicht. Why? Von der Außenseite vielleicht? Das könnte sein. Ja, sauber. Haben wir den? I don't know, haben wir den? Speiche vorne. Weiß es nicht. Ach, guck mal, wir können jetzt schon mal hier ein bisschen noch machen. Hauptsache, ich bewege mich nicht jetzt auf Fall schon wieder raus. Ich bin ja gerade einfach so rausgefallen. Ich habe mich ja gar nicht bewegt. Einfach so gefallen, du. Einfach so rausgeschubst. Den haben wir schon? Glaube ich jetzt gleich auf die nächste Gondel. Irgendwas habe ich gemacht. Den hatte ich noch nicht. Diese verdammten Stützdinger sind blöd. Die sind wirklich blöd. Da werde ich den einen oder anderen übersehen. So, kann ich mich jetzt hier in eine andere Gondel reinstürzen? Upsa. Na klar geht das. Auf entspannt, du. Den einen habe ich nur noch nicht fertig, ne? Da muss, ja, aber das ist ganz komisch jetzt hier. Das war jetzt ganz merkwürdig. Aber egal, nehme ich. Der ist auch noch nicht. Keine Ahnung, von welcher Seite der da noch nicht ist. Vielleicht noch von außen kommst du, glaube ich, gar nicht da dran. Wo haben wir denn noch was? Hier ist noch was gewesen gerade. Machen wir mal die Gondel. Die werde ich nicht mehr hinkriegen, ne? Was? Okay. Ich habe mich nicht bewegt. Ich bin, die haben mich geschubst wieder. Das kann ich dir sagen. Ah, guck mal, da habe ich was gesehen noch. Hier auch. Da, schon wieder. Ich habe mich nicht... Also irgendjemand schubst mich immer raus. Ich knall bestimmt irgendwo gegen immer.
Unangenehm. Muss ich aber durch jetzt hier, ne? So. Da war die Gondel. Jetzt brauchen wir noch. Die Dinger werden auch schwierig, ne? Diese Scharniere hier. Ja. So, Gondelrahmen und Gondelrahmen. Wir gehen mal auf die andere Seite. Vielleicht ist... Das reicht aber auch nicht. Weiß nicht, wo da wieder was fehlt. Hier ist gar nichts. Ah, hier. Ah, dann ist hier noch was. Jawohl. Zählt das Ding auch mit? Nee. Das ist immer noch dreckig. Da muss man am besten wohl wahrscheinlich wirklich von oben irgendwie reinspritzen oder so. So, einmal ganz schnell wechseln. Oh, guck mal hier. Oh nein. Ich werde geschubst. Mit der bist du fertig? Der Rahmen auf jeden Fall jetzt wieder. Und reicht. Sauber. Ja, die Dinger bleiben irgendwie blöd. So, hier haben wir alles. Jetzt können wir den noch. So weit wie wir kommen. Und hier gehe ich immer jetzt permanent drüber. Ich habe jetzt irgendeinen Außenträger. Ist aber nicht der hier, ne? Nein. So. Hier. Ah. Da komme ich nicht so richtig ran, ne? Nee, bin ich leider jetzt zu weit weg. Tja, die Frage ist, was mache ich mit den Stützen? Hier ist soweit. Hier noch. Aber die Dinger weiß ich echt nicht, wie ich die hinkriegen soll, ne? Durch die Gondel. Also das Dingen, ja, genau. Ich fall doch gleich. Tja, 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 tja. Wie mache ich das weiter? Wie kriege ich die Dinger hin? Am besten. So weit komme ich leider nicht. Da bringt es mir nichts. Da passiert nichts. Hier auch nicht. Das dann entweder oben drauf oder keine Ahnung wo. Oh shit, hier. Den habe ich jetzt vergessen hier. Schon mal ein bisschen machen können. Aber ich frage mich wirklich, wie ich die Teile hinbekommen soll. Ne? Ob die dann nur noch von außen sind? Aber von außen bin ich doch eigentlich schon fast überall jetzt dran gewesen, ne? Ich weiß es nicht, weiß es nicht. Hier haben wir auf jeden Fall noch die Gondel, die gelbe. Da lasse ich mich jetzt, glaube ich, gleich einmal reinschauen. Rein sliden. So, den habe ich fertig. Den habe ich auch fertig. Oh, warte, warte. Nicht so viel. Oh, jetzt muss ich erst die machen. Sauber. Sauber. Das wäre jetzt zu schön gewesen.
Das auch. Schade. Echt schade. Ich komme noch nicht durch. Jawohl, den habe ich. Das ist wichtig gewesen. Der war wichtig, so fürs Feeling, weißt du, damit es weitergeht. Den haben wir. Oh. Ja. Warte, wir machen einen Trick, bevor wir jetzt hier gleich runterknallen. Oh nee. Ja, da komme ich so jetzt nicht dran. Wir müssen uns noch mal einmal jetzt hier in die Gondel fallen lassen. Auf entspannt Torino hier. So. Das ist echt Pain hier. Wir sind bei 98%, also so viel ist gar nicht mehr. Aber wahrscheinlich gleich das Suchen, ne? Dann sagt er mir Stützpfeiler so und so, Stützpfeiler so und so. Und dann stehst du da schon. Dann weißt du, und hier diese Dinge, diese verdammten Speichen. Ich weiß nicht, wie ich diese Speichen fertig kriegen soll. Es kann ja dann nur von außen sein. Muss ich gleich mal einmal ausprobieren und die mal von außen testen. Oh ja, der ist gut. Und die Dinger fehlen ja alle noch, ne? Irgendwie. Au. Ach, die Gondel auch noch. Der ist auch noch nicht fertig. Der ist fertig. Vielleicht sollte ich die anhalten, aber wird ja mir auch nichts bringen, ne? Die anhalte. Jetzt habe ich irgendwas, das Rote. Spritzt hier einfach nur noch ohne einen Plan, ne? Also das ist jetzt echt blöd hier. Also wirklich komplett planlos spritze ich hier rum. Ich weiß, dass ich jetzt noch hier so ein paar Gondeln habe. Lass ich mich jetzt gleich in die fallen. Dann wäre das die nächste schon mal. Das war die Gondel. Kommen wir sauber? Kommen wir hier auch noch? Da ist er schon. Ja, der ist schon. Nice. Springen. Ach shit, jetzt habe ich die nicht, ne? Ich glaube, die ist auch noch zu machen. Den haben wir schon. War die noch? Ne, die ist schon. Auch wieder nur diese Stützdinger und hier weiß ich nicht, die muss ich wahrscheinlich noch mal von außen machen. Jetzt muss ich nur gucken, ob wir noch irgendwo eine Gondel am Start haben, die wir noch machen müssen. Die noch nicht? Die ist noch nicht. Jetzt ist die Gondel wenigstens schon mal fertig. 98 immer noch nur. Speiche vor. Ja, diese verdammten Speichen. Ha. Ich versuch mal. Aber die habe ich doch von außen auch schon gemacht, oder?
treffen wäre geil. Hallo? Warte mal, ich muss ein bisschen weiter weg. Sonst treffe ich das überhaupt nicht. Ah, siehst du, passiert nämlich auch nichts. Ich weiß nicht, woran da noch was fehlt. Und die Dinger hier genauso. Das könnte oben drauf sein. Na, also hier so in dem Bereich. Die ist noch ganz schlimm. Ach, zählen die beide zusammen? Speiche ist fertig. Und das hier? Heißt Speiche hinten? Ach, die nicht? Nice. Die haben wir schon. Hoffe ich. Die haben wir jetzt auch. Die ist noch nicht. Aber jetzt sauber. Und die noch. Boah, das wäre super, ne? Nice. Die ist auch. Was ist jetzt mit der? Die ist auch noch nicht. Oh Mann. Jawohl. Und die andere? Die auch noch nicht. Jawohl. Aber die ist, ne? Ja, jetzt müsste ich die alle haben. Was war das? Keine Ahnung. Ah ne, das ist Wasser nur. Aber wir sind bei 98. Hier oben. Den hätte ich ja komplett übersehen. Vergessen. Ich komme nicht noch höher. Ja, hole ich mir gleich das Gerüst. Ist egal, vielleicht heben wir uns das dann komplett zum Schluss auf. So, warte, ich muss mich auch so platzieren, wie gerade, damit ich hier oben dran komme. Weil hier wird es nicht funktionieren. Aber hier ist nicht so stark, ne? Nice. Nice. Eine blöde Position hier irgendwie. Ich stand gerade besser, aber ich weiß nicht mehr, wie ich stand. War ich nicht oben drauf sogar? Mach doch! Vielleicht brauche ich das kleine Stückchen oben drauf gar nicht zu machen, sondern es reicht, wenn ich das seitlich oder auch nicht. Ah, verdammt. Der ist auch noch nicht. Aha. Eine müsste noch fehlen. Ich glaube nämlich, einen habe ich nicht erwischt. Die.
Gott sei Dank. So, jetzt müsste ich die ganzen Speichen auf jeden Fall haben. Jetzt fehlt noch das. Nee, so nicht. So? Nein. Ach verdammt, ich brauche irgendwas. Eine Leiter. Bam. Nein, das zählt noch nicht als ganzes Schild. Shit, ey, ich dachte, jetzt kriegen wir jetzt... wir haben noch eine Gondel. Oder? Die roten... Nee, die haben wir auch schon. Was fehlt? Die Stützdinger. Aber die würde er mir jetzt, glaube ich, jetzt schon anzeigen, ne? Ich guck mal eben, ob noch eine Gondel fehlt. Das müssen jetzt alle gewesen sein. Mittellager fehlt. Das Mittellager. Mal gucken, ob ich damit hochkomme. Ja, perfekt, 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 perfekt. Das reicht sogar schon so. So, wir haben jetzt noch einen Gondelrahmen. Speiche vorne. Speiche, Speiche. Und Sternstützpfahle. Das sind dann irgendwie noch von denen irgendeiner. Ein Gondelrahmen. Hier. Also zwei. Es fehlt noch einer irgendwo. Ja, da komme ich so nicht ran. Aber ich kann mich auf die... Das ist die rote. Der ist es nicht, der ist es auch nicht. Aber der hier. Muss ich rein? Ganz ruhig, springen. Woran liegt's? Woran liegt's? Woran liegt's? Woran liegt's? Außen. Wie komme ich nach außen? Habe ich hier vielleicht einen von denen? Der ist es. Jawohl, den haben wir schon mal. Wir müssten irgendwie noch von außen vielleicht rankommen. Für ein... Das ist ja unangenehm jetzt hier, ne? Ich falle nämlich gleich runter. Aha. Ich kriege die... Jetzt haben wir sie. So, jetzt fehlt noch eine Speiche vorne. Und noch eine Sternstützpfahle. Pfeiler. Hey, ich falle ja hier auch runter. Egal.
Warte mal, Speiche vorne. Meint er damit? Oh, genau die. Nice. Stern, Stützfahrer und Gondelrahmen. Noch ein Gondelrahmen fehlt mir. Alright. Gucken wir mal. Der nicht. Der auch nicht. Der nicht. Der leider auch nicht. Der nicht. Der auch nicht. Na komm, 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 komm. Der auch nicht. Der auch nicht. Auch nicht. Aber die anderen sehe ich noch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Den. Und da war irgendwie noch das andere. Habe ich gerade noch was gesehen. Lass mich rein zu dir, mein Freund. Sonst gehen die alle super easy, ne? Und der macht jetzt hier wirklich Probleme. Nein! Oh. Aber wir haben ihn trotzdem. Ah, der klettert ja nicht. So. Jetzt nur noch den hier. Ist doch, ne? Ja! Wir haben's. Wir haben's erfolgreich absolviert. Oh, nie wieder Riesenrad. Oh, und wir haben es geschafft, es komplett an. Konnte ich das? Doch, ich konnte das anhalten hier mit dem Knopfpack. Aber da gibt es wahrscheinlich auch wieder so eine Trophäe oder sowas. Das Riesenrad glüht. Du bist eine Legende. Und auch gerade rechtzeitig, da der Grave-Generator durchgebrannt ist. Mussten wir beim ursprünglichen bleiben und der klassische Wipe des Artworks passt wirklich zum langsameren Tempo. Das mit dem Techno-Riesenrad war wahrscheinlich sowieso eine schreckliche Idee. Also richte ich meine Aufmerksamkeit auf Crackers. Keith, die weltweit erste Techno-Raupen-Achterbahn. Oh nein, bitte nicht auch noch machen. Oh, oh, reinige den zwei Riesen. Jo, das wird aber, oh, oh, oh. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dann geht es weiter mit dem Bahnsteig. Der hat's in sich, der wird, das wird brutal. Also bis dahin, ciao, ciao.